Moin, moin, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge LS19 zusammen mit Nana und Viktor. Grüße. Moin. In den letzten Folgen haben wir ja wieder ordentlich Bergstoff abgefahren. Und wir werden fast die halbe Million knacken. Also, wenn es so weit geht, haben wir die halbe Million auf jeden Fall. Na gut, einmal, wenn ich abtanke, dann sind wir bei 400.000 und den einen Traktor verkaufen, dann sind wir bei über 500. Ja, aber das hat ja Gründe, weshalb wir das machen, ne? Ja. Wir wollen ja unser Fuhrpark ein wenig upgraden, weil wir haben mittlerweile Zugang zu Glasfahrzeugen. Darunter Mähdrescher, Trecker. Schneidwerk. Schneidwerke und ich glaube... Feldhäcksler. Häcksler, richtig. Ein paar Gewichte, wobei die muss man sich nicht unbedingt holen. Und zwei Ballenpressen haben die auch noch. Stimmt. Mähwerke. Bevor du reinfährst, warte. Gut, dass du sagst. Ich warte unten. Da kommt er angedüst. Mahlzeit. Mahlzeit. Dann gucke ich gleich mal gleich wegen Malz. Wegen unserer Maische, wollte ich gerade sagen. Na, was denn? Malzmaische? In der Sonne glänzt der Auflieger viel zu sehr. Olles Blendwerk. Na komm. Mehr als 50 schaffst du. Und dann fliege ich wieder ab. Okay, jetzt fehlt uns Wasser. Unten? Mhm. Ah, verdammt. Die sind mitten an einem Fluss. Na gut, das ist wahrscheinlich Salzwasser. Salzmalz. Aber so wird auch Malzbier hergestellt, ne? Also jetzt nicht mit Salzwasser, aber... Ich glaube, mit dem Abfallprodukt des Malzes. Das der Malzproduktion. Ich weiß es auch nicht genau, dementsprechend werde ich mich da mal etwas weiter aus dem Fenster lehnen. Nur lehn dich nicht zu sehr aus dem Fenster von deinem LKW, sonst hast du zu viele Fliegen zwischen den Zähnen. Da hast du recht. Wobei, daran erkennt man auch die freundlichen Motorradfahrer. Das ist natürlich wahr. So, und du bist jetzt gleich am Abtanken. Ja, ich muss nur noch kurz zurücksetzen. Komm gleich wieder. Jo. Und es geht los. Oh ja. 104.000, die erste Fuhre, die ich geliefert hatte. Mal sehen, ob der Preis jetzt sehr gesunken ist. Ja gut, sagen wir mal ehrlich, ne? Wir haben ja gut was abgeladen dementsprechend. Ja, ein paar Tausend, da werden wir schon verlieren, aber so viel? Och nö, geht eigentlich. Na komm, wir haben fast 105.000. Das sind 18.000, die wir verlieren mit einer Fuhre. Ja, drauf geschissen, ey. 10%. So, aber brauchen wir außer Wasser für die Mälzereien noch irgendwas? Zumindest ist das, was wir jetzt mit den Auflegern noch fahren müssen. Nee. Okay, dann fahre ich zumindest noch einmal zur Brauerei, gucke, ob wir noch eine Fuhre haben. Mhm. Ansonsten komme ich dann zurück. Jo. Achso, warte mal, eins mache ich vorher noch. Ich gucke mal, ob wir das Malz mit einem
Auflieger oder mit dem Anhänger vom Auflieger? Müssen wir Auflieger. Kann ich mal eben machen. Dann bringst du Wasser und ich mach dann, ich hol dann das Malz. Na, warte mal, ich bin jetzt aber erstmal leer und fahr rüber zur Brauerei. Okay. Also ich bin jetzt hinten noch bei der Malzerei. Weil es eigentlich ein großer Umweg. Ach, unsere Subvention. Subvention, ich wollte Sanktion gerade sagen. Theoretisch könnten wir uns noch ein weiteres Feld kaufen. Ja, theoretisch schon. Das Geld, was wir jetzt schon haben, reicht für den Klass Xerion komplett aus. Ja. Weißt du was, ich mach mal einen kleinen Umweg, bisschen was so zur Melzerei. Jo, mach das. Ja, der Weg von dort aus zur Brauerei ist ja kurz. Richtig. Ich frage mich eins, wo wir jetzt die Morgue Class drin haben. Gab's denn schon mal irgendwo auf YouTube den Witz mit, gibt's denn jetzt auch die Morgue Yoko? Bitte. Ich habe ja nur gefragt. Ah Gott, ey. Und damit, einmal mit Profis. Und damit ist das Thema jetzt untergekruppert. Was für ein Thema? Ja, weil es jetzt Class gibt, ob es die Marke Yoko irgendwann auch noch gibt. Nein. Bei ihm einfach nur ganz klar, nein. Es gibt höchstens noch die Marke LOL. LOL WDF. FTW. Offel. Leonah. HGW. Oje, meine. Na, CNH gibt's nicht mehr. Wurde in die Luft gejagt. Oh Gott. Lass ich hier sonst immer so weit stehen. Das ist soweit fertig. So, wollen wir erstmal bis auf die Traktoren alles andere Gerät so belassen oder wollen wir auch zum Beispiel das Schneidwerk gleich ersetzen durch eins von Klaus? Funktioniert nicht, weil sind nicht kompatibel. Wie? Unser Mähwerk, was wir jetzt haben, ist nicht mit Klaus kompatibel? Nein, unsere Drescher und oder bzw. allgemein unser Drescher ist nicht mit Klaas kompatibel. Also du meinst die Schneidwerke? Mhm. Das ist, na gut. Sowohl als auch, also. Eigenes System bei denen. Genau. Wobei, gibt's da nicht auch ein Sniffle-Stick? So ein Adapter? Ich weiß nicht, ob es da ein Sniffle-Stick gibt. Ja, aber das war damals schon so ein richtiger LOL-Moment. Sniffle-Stück. Das auf jeden Fall. Übrigens nicht wundern, dass der Trecker da so, der LKW da so steht. Ich, wie, was, wo? Bei der Melzerei. Da war halt nicht genug. Okay. Also hab ich den jetzt einfach so stehen lassen. Ich muss hier morgen dringend mal aufräumen, ey. Also in der Innenansicht ist die Framerate auch nicht unbedingt besser. Wobei ich habe im Hintergrund noch einiges an Videos auf YouTube auf. Oh. Das könnte damit zusammenhängen. Ich habe mich fast auf die Seite gelegt. Warum tust du das?
Ja, ich wollte zur Melzerei rein. Da ist ja noch eine Laterne. Die habe ich leicht gestriffen und mich jetzt fast umgehauen. So, aber wenn das darin liegen kann, gehe ich mal ganz kurz in den Tab. Da ist ja alles als Lesezeichen gespeichert. Das haben wir auch mal zu. Habe ich irgendwas verpasst gehabt? Nein. Also, dass ich mich fast wieder hingelegt habe. Egal. Wow. Okay, brauche ich doch das andere Schneidwerk für. Wisst ihr, auf welchen YouTuber ich gerade neidisch bin? Nee. Auf It's Marvin. Hä? Wer soll das sein? Der Blaulichtfuzzi. Du kennst den nicht? Nein. Nee. Ihr kennt ihn beide nicht? Nein. Nein. Disconnect. Wenn es ein Nazi-YouTuber ist, dann kannst du mit dem gerne bleiben, wo er ist. Was für ein YouTuber? Assi-YouTube. Was versteht ihr jetzt unter Assi-YouTube? Keine Ahnung, was Stefan damit meint. Sowas wie ApoRed und so ein Kram. Ich schicke euch mal einen Link, dann könnt ihr euch das mal in der nächsten Pause anschauen. Ja. Und die Brauerei braucht schon wieder Wasser, denn die hat schon wieder gut nachproduziert, so wie Malz. Dann sind sie fast leer. Ja, Malz produziert kommt. nach. Ja, Wasser mache ich dann mit der nächsten Fuhre hier. Wobei, warte mal, das kann ich eigentlich jetzt machen. Ich bin noch nicht mal. Und wollte ich auch wissen, wieso ich Warte neidisch auf ihn bin? mal. Nee. Weil er genau das macht und auch damit erfolgreich ist, was ich auch gerne machen würde. Mit Blaulichtern an Autos rumschrauben. An Autos mit An Autos, die Blaulicht haben, rumschrauben. Die Bremsschläuche durchschneiden, wa? Nein. Umrüsten, aufrüsten, umbauen, das meine ich damit. Schaut es euch einfach an. Ja. Aber, what's the time? Ach, 12 Minuten haben wir noch. Erst? Alter, ich dachte, es sind schon eine halbe Stunde rum. Stefan, du vergisst heute, es war Zeitumstellung. Stimmt. Es dauert jetzt, bis du wieder in diesen Rhythmus reinkommst. Ja. Für mich vergeht die Zeit heute auch sehr viel Aber langsamer. ohne Witz, ne? Ich habe mir ja jetzt eine Switch ja gegönnt. Und? Und spiele damit ja auch Final Fantasy 9. Und ohne Witz, das Game macht so viel Spaß. Vor allen Dingen, weil du ja nicht so wie in der Original-PS1-Fassung, oder in der Original-PS1-Fassung konntest du ja keinen Speed-Modus aktivieren oder deine Fähigkeiten auf 99 pushen und alles. Und ich mache das aktuell mit der Switch-Fassung. Und du hast wirklich mal dieses Gefühl, du kannst da einfach mal so durchrushen, ohne dass da irgendwas passiert. Ich muss ehrlich sagen, bis auf die Demo von Final Fantasy VII damals habe ich nie einen Teil gespielt. Okay. Es ist nicht meins. Ja gut, jedem das seine, ne? Ja, Also. stimmt auch wieder. Die Sojabohnen, die packe ich erstmal ins Lager. Weil aktuell haben wir aber mehr als genug Geld. Ja, da kommen noch mal mindestens zwei weitere Fuhren Bier ran. Ja, würde ich aber auch sagen. Oh, Stefan, ich sehe sogar gerade eine Idee für ein geiles Projekt. Und das wäre? Aber dafür müsstest du hierher kommen für ein paar Wochen, Monate. Aber dafür müsste ich jetzt mal meinen Busführerschein machen, dann einen Bus kaufen und dann könnten wir den Bus umbauen. What the fuck?
Ja. Willst du hier jetzt die erste Mission aus den GTA-Heists nachspielen? Mit dem Gefängnisbus? Nein. Einfach nur ein Projekt auf Twitch starten, wo wir einen Bus umbauen zu entweder einem mobilen Büro, Wohndings oder Wohnmobil. Zu einem Restaurant. So einem schnellen Biss. Ja, und dann fahren sie mit dem Bus durch die Gegend und verkaufen Döner, Schnitzel, schlag mich tot. Genau. Die Idee wäre gar nicht so scheiße. Ich weiß. Ja, jetzt startet mal eine Kickstarter-Kampagne. Gibt ja genug Leute, die haben ja sowas schon mal gemacht. Oder machen ja, deshalb, nee, wenn dann aber nicht zu einem Büro, sondern eher zu einem Gamer-Bus. Oh, so ein Doppel. So ein Doppeldecker. Warte mal. Nee, du kaufst dir so einen Gelenkbus. Hinten mit Bowlingbahn, vorne mit VR-Spielstation. Nee, das da. Schau ich mir dann nach der Aufnahme an. Richtig, schau mir nach der Aufnahme an. Wow! Das Problem ist, Gelenkbusse kriegst du kaum zu kaufen. Außerdem darfst du die sowieso nur mit Sondergenehmigung fahren. Ja. Also du brauchst dafür einen Busschein und die sind halt auch nur. Ja, okay, es gibt Gelenkbusse, die darfst du auch fahren, wenn du privat die halt hast, aber du brauchst halt scheiß viel Genehmigung dafür, glaube ich. Ja, du brauchst halt diese verfickte Genehmigung für. Den Link, den ich euch geschickt habe, ist von dem Doppeldecker. Tabak, man. Das war Tabak und das war dann Hopfen. Richtig. Ja, die Hopfnung. Da unten wird gerade Weizen. Alles klar. Gesundheit. Danke, zu spät gemutet. Ach, macht doch nichts. Alles gut. Ist ein Let's Play, alles nicht verfälscht. Kannst du ja rausschneiden. Warum sollte ich? Ich mache keine Bearbeitung im Nachhinein. Das Einzige, was ich hier im Nachhinein bearbeite, ist die Musik. Na, und selbst wenn du dann das Video neu renderst, kriegst du einen leichten Qualitätsverlust. Zumindest bei mir. Das ist ja das Problem. Sagen wir mal ehrlich, im Endeffekt drauf geschissen. Nee, das sage ich mir nicht. Auf den leichten Qualitätsverlust, den musst du dann halt im Endeffekt in Kauf nehmen. Aber definitiv kommt eine Badewanne oder ein Pool rein in den Bus. What the fuck? Oder glaubst du, die Dusche reicht für unterwegs? Dusche würde vollkommen reichen. Ich dachte ein Jacuzzi. Und Whirlpool auf jeden. Ich habe halt schon länger vor, so einen Busführerschein zu machen. Ja. Aber viel Spaß beim Bezahlen. Was? Du brauchst ja keinen LKW-Schein mehr dafür. Das nicht. Aber der Busführerschein kostet trotzdem einen Haufen Geld. Und? Katze, Maus. So. Bier wird abgefüllt. Und ich bringe noch ein bisschen Malz vorbei. Jupp, die sind bei nur noch 33 Liter. Aber sowas wäre halt auch ein geiles Projekt, Stefan, oder? Also, die Idee ist schon geil. Aber dafür erstmal das Geld und die Zeit haben, beziehungsweise den Elan. Ja, ich sag so, ich habe hier einen Bus gefunden vom Jahr 2000 für 19.000 Euro. Doppeldecker. Ja. Er hat 694.000 Kilometer gelaufen. 8. Monat 2000 ist Euro 2. Diesel. Ja, da haben wir schon mal ein Problem. Ja, du kommst in die Städte nicht rein. Zumindest nicht in alle. Und dann außerdem Doppeldecker musst du auch die Routen richtig planen. Richtig. Autobahntouren sind auch nicht so leicht möglich. Ne, weil mit dem Bus musst du die meiste Zeit... Sorry!
Ich weiß aber ja nicht, ob wir holen. Aber selbst Doppeldecker sind ja nicht höher als... Doch, die sind höher als ein LKW. Yep. Die sind zum Teil erheblich höher als ein LKW. Je nachdem, also, ne? Brücken sind trotzdem dafür ausgelegt, denke ich mal. Und wie gesagt, da könntest du dann wirklich unten so eine, wirklich unten so ein Imbissheim machen und oben dann halt Gaming, Wohnbereich. Eine Chill-Lounge. Oder Chill-Lounge, genau. Die Sitzplätze. Mit einer kleinen Bar. Wow, mich legt's. Und ich stehe wieder. Frag nicht. Zum Beispiel hat nur noch jemand, der einen Linksschein macht, einen Kfzler auf Busse spezialisiert. Naja, am Motor ist ja meistens ja nichts, ist ja meistens immer nur innen drinne. Das, wenn du Decker schaust, sondern Gelenkbusse, haben die da welche? Oh, geil! Wo du meistens mal gucken kannst wegen Bussen, ist beim Zoll. Ich schaue gerade bei Truck Scout und da gibt es einen Neoplan Euro 4. Ja, aber wenn du irgendwie mal nach Bussen oder so Ausschau halten willst, musst du mal auf den Auktionsseiten vom Zoll gucken. Wegen illegal, ja, wegen Problem bei der Einfuhr? Nee, allgemein. So allgemein? Der Zoll ist ja, beschlagnahmt ja auch Sachen, die zum Beispiel aus Schwarzarbeit und so. Na, verkauft so weiter, was für Hehler. Nee. Dürfen die ja. Ja, schon klar, aber richtig, trotzdem. Dürfen sie ja. Schon klar, aber trotzdem. Legalisiertes Hehlen. Also ein einfacher Bus wäre halt, okay, so ein normaler Reisebus oder Stadtbus, da müsste man nehmen, für so eine Imbiss-Dings. Richtig. Wollen wir dann erstmal die Zeit vorspulen? Ich würde gleich ins Bett gehen, ja. Okay, ich fahre nämlich gleich hoch zum Decken. Aber würde die Folge erstmal abmoderieren, nämlich gleich bei 22 Minuten. Oh. Ich hoffe, euch hat es heute wieder gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Schreibt doch mal einen Kommentar mit einem Themenvorschlag und macht's gut. Black und Decker. Nein. das habe ich aus dem Starbound Best of von Kongo Tobi. Echt? Ja. Ach, keine Witze über Deckard Kane. Black und Decker. Ach, nee, aber wie gesagt, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.